Grüß euch, ich bin der Uli Kettner und ich darf euch heute ein bisschen was über Esel erzählen. Jeder, der sich schon mal einen Esel anschaffen wollte oder es auch schon gemacht hat, hat sicher gehört von seinem Freund, von seinen Nachbarn: Hör auf, was willst du mit einem Esel? Der Esel ist stur, der ist störrisch, der beißt, nichts davon ist wahr. Ich habe einen guten Satz gehört von jemandem, der gesagt hat: Du, der Esel ist nicht stur. Er gibt dir Menschen nur Zeit zum Überlegen, was du falsch machst. Ja, zu der Eselhaltung gibt es doch ein bisschen was zum sagen. Und zwar wichtig ist halt einmal auf jeden Fall, dass ich überlege, habe ich einen Platz, den richtigen Platz dafür, habe ich auch Zeit, dass ich mich wirklich kümmere um das Viech. Und natürlich auch das Futter. Ich meine, das muss ich irgendwo herkriegen, wenn ich es nicht selber arbeiten kann, muss ich es halt kaufen. Meine erste Bitte wäre da wirklich für jeden, der sich einen Esel haltet: Bitte nie einen Esel allein halten. Warum? Ein Esel ist ein einfaches Herdentier, gleich wie ein Pferd oder ein Pony. Ich sage jetzt einmal als Beispiel: Pferd sollte man einen Esel nie betrachten. Wichtig wäre halt dann schon entweder ein Ortgenosse oder, wenn es nicht anders machen lässt, wenigstens ein Pferd oder ein Pony dazu. Was wichtig ist: Der Esel braucht einen Auslauf. Er ist zwar kein Läufer in dem Sinn, aber er braucht dann doch ein bisschen eine Fläche. Also man rechnet für einen Esel 500 Quadratmeter und für jeden weiteren dann 50 Quadratmeter dazu, so in etwa, dass er sich ein bisschen regieren kann. Wichtig ist er doch über den Kopf, das heißt, er braucht jetzt nicht unbedingt einen warmen, geheizten Stall. Wichtig ist er, dass er drei Seiten zu ist, dass er sich dort auch dann wirklich hinverflüchtigen kann im Sommer für die Insekten und auch im Winter natürlich, wenn es schneit, wenn es regnet, deswegen ist es nicht so gern. Ganz wichtig ist ein trockener Boden. Es macht überhaupt nichts aus, wenn auf der Weide irgendwo eine Fläche oder ein Teil davon schaudrig ist oder sandig ist. Das war sogar wünschenswert. Bei der Fütterung ist wichtig eher weniger als mehr. Und vor allem kein nasses Gras, kein Rosenmäherschnitt, wo es immer gefordert wird, glaubt mir es. Ganz gut vertrocknet halt das lange, graue Heu und der Stroh. Überzeugen, dass die Esel regelmäßig den Einstreu wegfressen. Meine, sie wissen es selber, was für eine gut ist. Ganz wichtig ist auch nicht zu vergessen: Holz, Äste, Sträucher. Sie haben einen gewaltigen Rohfaserbedarf. Aufpassen bitte. Bei den Sträuchern gibt es natürlich auch giftige. Gell? Und das ist der Buchs, das ist der Guldregen, das sind die Tuien, die Eiben. Noch einiges, das kann man aber eh im Internet erfahren. Man darf ja nicht vergessen, wo der Esel herkommt. Na, der kommt von den afrikanischen Wüstenlandgebieten ursprünglich einmal. Und dort hat er natürlich kein Klee, da hat er keine fette Wiesen, sondern so wie ich eben sage, also wenn eine Wiesen, auf der nicht mehr viel drauf ist, wenn dort der Esel untergebracht ist, das ist eine gute Wiesen. Sauberes Wasser bitte nicht vergessen. Sie trinken zwar nicht oft, aber regelmäßig 5 bis 15 Liter brauchen sie dann doch pro Tag. Esel sind sehr intelligente Tiere und vor allem sehr dankbar. Die Intelligenz zeigt sich schon in seiner sogenannten Sturheit. Die Viecher denken und überlegen, was tun oder was als nächstes tun werden. Die Pferdefreunde mögen mir verzeihen, ich bin selber einer. Aber das Sprichwort sagt: Dem Pferd befiehlt man, den Esel bittet man und mit dem Maultier musst verhandeln. Und das trifft ziemlich genau, muss ich sagen. Ich habe aber dabei, das sind wahre Erfinder im Ausbrechen, was jetzt die Intelligenz wieder anbelangt. Und das ist zwar da kein Blog, aber es ist unheimlich interessant. Jeder, der Esel halt, weiß das. Die beobachten die, wie der Riegel aufgeht oder wie auch immer du dein Tier oder dein Tor befestigt hast. Glaubst du mir, die in ein paar Tagen kennen sie es, wenn es nicht wirklich gut gesichert ist. Von der elektrischen Einzäunung her, da haben sie Respekt. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Also wenn sie einmal merken, dass da ein Strand drinnen ist, hast du Ruhe. Also da kann eigentlich fast nichts passieren. Dankbar, ja, dankbar sind sie. Wenn du dir um deine Esel anständig kümmerst, dann gibst du das hundertfach zurück. Das gilt übrigens für jedes Tier. Gell? Ich selber habe ein paar direkt vom Schlachttransporter runtergekauft und die Esel wissen das.
das ist nicht übertrieben. Wenn ich auf die Weide komme oder wenn ich auf die Weide gehe, da sind es die Ersten, die kommen, gell, und Dankeschön sagen. Ist zwar ein bisschen jetzt übertrieben, aber mir kommt es halt so vor. So, ein paar Details noch vielleicht dazu, weil in der kurzen Zeit kann man wirklich nicht allzu viel Informationen auszubringen. Die Tragzeit bei Esel ist so ca. 12 bis 14 Monate. Und bitte nicht gleich wieder decken, gell. Lasst euch eine Zeit, lasst euch Ruhe. Die jungen Bitsche so mit ungefähr 6 bis 10 Monaten, es kommt immer darauf an, wie sie sich entwickeln, wie sie sich entwickelt haben. Es gibt ein paar Spätzünder, es gibt ein paar Frühreifes, überall gleich, aber so die Regel zwischen 6 und 10 Monaten, wenn es dann zum Hergeben. Der Esel wird bei guter Pflege so 35 bis 45 Jahre alt. Bitsche, auf das muss man auch wirklich denken, wenn er nicht wieder dann mit einem gewissen Alter irgendwo hier weitergeben werden, so wie. Was auch noch wichtig war, Oliver, Tetanus impfen und vor allem Wurmkuren auf jeden Fall dreimal im Jahr, bevor sie in den Stall kommen im Herbst, ganz wichtig, bevor sie auf die Wart kommen, auch ganz wichtig. Es gibt ein paar Rassen, Zwergesel, die Hausesel, die Großesel. Der Zwergesel nur, wer sich auskennt, 105 cm Stockmaß bis zu 105 cm. Der Hausesel, das ist eigentlich der gebräuchlichste und der weit verbreitetste, bis 135 cm Stockmaß, und der Großesel fängt dann bei 135 cm an. So, und das sind jetzt die Großeseln. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was erzählen können über Esel, über die Haltung, über die Zucht, über die Fütterung. Viel Spaß, für dich.